اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir sind noch beim Istihla und Istifal und bei dem Tafkhim und dem Tarqiq. Wir haben gesagt, die Buchstaben Khussa, Daghtin, Qidh, das sind die Buchstaben, die immer Musta'liya sind und deswegen immer Mufakhama, also dick. Allerdings gibt es Buchstaben, wie zum Beispiel das Lam, Allah, Allah, oder das Ra, Ar-Rah, Ar-Rah, die auch dunkel gesprochen werden. Oder das Alif, wenn ich sage Walabba, ich sage nicht Walabba, sondern Walabba. Warum werden die dunkel gesprochen und fallen nicht unter Khussa Daghtin Qidh? Das ist, was wir heute besprechen werden. Nämlich die Regel des Alif, wann es hell und dunkel ist, und die Regel des Lam und die Regel des Ra. Und beim Ra wird es ausführlich sein, daher müssen wir gut aufpassen. Beginnen wir zunächst einmal mit einer Übersicht. Wir haben gesagt, die arabischen Buchstaben sind entweder Musta'liya oder Mustafila. Die Musta'liya Buchstaben, Khussa, Daghtin, Qidh, diese sind immer was? Mufakhama. Immer emphatisch, immer dick, dunkel. Okay? Die Musta'liya oder die Mustafila Buchstaben, die restlichen Buchstaben, unterteilen sich in Buchstaben, die manchmal Mufakhama sind. Wie zum Beispiel das Elif, Lam und Ra. Diese drei sind manchmal Mufakham, manchmal Muraqqaq. Und die restlichen Buchstaben, die immer Mustafila sind. Damit unterteilt sich hinsichtlich Tafkhim und Tarqiq die arabischen Buchstaben in wie viele Gruppen? In drei. Nämlich Khussa Daghtin Qidh, die haben immer ein Tafkhim. Alif Lam Ra, die haben manchmal Tafkhim, manchmal Tarqiq. Und der Rest, der hat was? Immer einen Tarqiq. Maliki Yawmiddin, Mim ist immer hell. Ha? Ashabi, Ha ist immer hell. Und so weiter. Wir schauen uns nun die Regeln des Alifs an, dann des Lam und dann des Ra. Beginnen wir mit dem Alif. Hinsichtlich des Tafkhims und des Tarqiqs folgt das Alif immer dem vorherigen Buchstaben. Das Alif richtet sich immer nach wem? Nach dem Buchstaben, der davor ist. Ist dieser dunkel, ist dieser emphatisch, mufakham, dann ist das Alif auch dunkel. Verstanden? Wie zum Beispiel Khalidina. Sagen wir? Khalidina. Wir haben ja das Kha mit Fatha und dann das langgezogene Wir sagen Khalidina. Khalidina. Und nicht wie bei vielen, bei manchen verbreitet Khalidina, Khalidina. Oder Al-Qa'imin. Al-Qa'imin. Wal-Dallin. Wal-Dallin. Minallahi. Minallahi. Yura'un. Hier sehen wir, der vorherige Buchstabe ist immer dunkel, deswegen ist das Alif dunkel. Ist der vorausgehende Buchstabe hell, Muraqqaq, dann ist das Alif was? Muraqqaq, hell. Bismillahi. Bismillahi. Qulillahum. Qulillahum. Iyaka. Iyaka. Tamam, und viele weitere Beispiele. Maliki, okay. Rihlata shita'i was-sayf. Shita und nicht shita. Okay. Kitab. Unzählige Beispiele. Gut. Das heißt, ist der Vorbuchstabe dunkel, ist das Alif? Ist der Vorbuchstabe hell, dann ist das Alif? Was? Das Alif
wenn es dunkel ist und das Elif, wenn es hell ist. Wie sieht der Mund aus? Dunkel und hell, Mufakham und Murakkab unterscheiden zwei Sachen. Nämlich beim Mufakham haben wir eine Erhebung der Hinterzunge und eine Verengung des Rachen bzw. der Kehle. Okay, zwei Sachen. Hinterer Teil der Zunge erhebt sich und Kehle engt sich. Wir haben eine Engung. Wir sagen ja zum Beispiel Khalidina. Und sagen wir mal absichtlich falsch, Khalidina. Das ist falsch, aber nur zum Vergleich. Merkst du, wie es eng wird hinten? Diese zwei Sachen. So. Ganz einfach. Hintere Teil der Zunge erhebt sich und Kehle verengt sich. Kommen wir nun zum Lam. Das Lam ist grundsätzlich hell. Okay? Aber es wird nur bei einem Wort dunkel gesprochen. Nämlich Lafzul Jalala, dem Ausdruck der Erhabenheit. Und das auch nicht zu jedem Fall. Sondern nur, wenn ihm, yani dem Ausdruck der Erhabenheit, Lafzul Jalala, Allah, eine Fatha oder Dhamma vorausgeht. Verstanden? Wie zum Beispiel, Huwallah. Sayyutinallah. Tamam? Und weil das Lam dunkel ist, bei Allah ist welcher Buchstabe danach auch dunkel? Das Elif. Dieses kleine Elif, das wir da sehen. Bei Allah. Okay? Oder wenn wir vor Lafzul Jalala, yani vor dem Wort Allah, eine Dhamma haben. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهُ Nochmal das erste. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ Vorsichtig, dieses قَالُوا, das Lam von قَالُوا ist hell und von اللَّهُمْ dunkel. قَالُوا اللَّهُمْ Schön. Das heißt, ist davor eine Fatha oder eine Dhamma, ist es dunkel, das Lam, beim Ausdruck der Erhabenheit. Geht aber dem Ausdruck der Erhabenheit, also Lafzul Jalala, eine Kasra voraus, dann bleibt das Lam bei seinem ursprünglichen Zustand, nämlich dem Tarqiq. Bismillahi. Afillahi shak. أفي الله شك قل اللهم قل اللهم تمام Also, zusammengefasst, das Lam ist immer hell, außer bei Lafzul Jalala, dem Ausdruck der Erhabenheit. Hier differenzieren wir, geht dem eine Fatha oder Dhamma voraus, dann ist das Lam. Geht dem eine Kasra voraus, dann ist das Lam. Das Und auch hier ein Vergleich zwischen dem dunklen und dem hellen Lam. Wir sehen eine Wölbung der Zunge. Der hintere Teil der Zunge geht hoch. Die Hinterzunge geht hoch. Warum? Wegen der Wölbung und eine Engung der Kehle. Allah. Allah. Billah. Billah. Und das merkt man im Mund. Gut. Kommen wir nun zu den Regeln des Ra. Diese sind nicht kompliziert. Okay? Man muss nur auf bestimmte Sachen achten. Das Ra ist in 8 Fällen dunkel. Okay? In 8 Fällen muss man das Ra dunkel aussprechen. In 4 Fällen muss man es hell aussprechen, also nicht emphatisch. Und in 2 Fällen kann es hell oder dunkel sein, ist egal. Tamam? Das heißt, nochmal, 8-mal ist es immer Mufakham, dunkel. 4-mal ist es immer hell, Murakkak. Und in 2 Fällen kann man sich aussuchen. Gut? Beginnen wir mit den Fällen, in denen das Ra dunkel ist. Der erste Fall ganz einfach, wenn es eine Fatha hat. Ramadan. Ramadan. Okay? Raziqa. Raziqa. Oder Ar-Rahman. Ar-Rahman. Rabihat. Rabihat. Und die Lippen nicht unten. Rabihat. Rabihat. Der zweite Fall, wenn es ein Sukun hat.
und der Buchstabe davor eine Fatha hat. Maryam. Maryam. Tamam. Der zweite Fall ist, wenn es ein Sukun hat, das Ra, und der Buchstabe davor ein Sukun hat, und der Buchstabe davor eine was? Fatha hat. Wal-Asr. 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 Nicht Ra, A, und wir sagen nicht Asr. Wal-Asr. Wal-Asr. Gut. Wal-Fajr. Wal-Fajr. Okay. Ashr. Und so weiter und so fort. Watr. Tamam? Der vierte Fall ist, wenn es eine Dhamma hat. Kafaru. Kafaru. Okay. Der fünfte Fall, wenn es ein Sukun hat und der Buchstabe davor eine Dhamma. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Al-Furqan. Al-Furqan. Und der sechste Fall ist, wenn es ein Sukun hat und der Buchstabe davor ein Sukun hat und der Buchstabe davor eine Dhamma hat. Khusr. Khusr. Fällt uns was auf? Die ersten sechs Fälle kann man unterteilen in drei Fälle, die mit der Fatha zu tun haben, drei Fälle, die mit der Dhamma zu tun haben. Fatha, Sukun davor Fatha, Sukun davor Sukun, davor Fatha. Und dasselbe übertragen wir auf Dhamma. Dhamma, Sukun davor Dhamma, Sukun, davor Dhamma. Und damit haben wir schon sechs von wie vielen Fällen? Acht Fällen. Gut. Der siebte Fall, wenn es ein Sukun hat und ihm eine nicht ursprüngliche Kasra vorausgeht. Was meinen wir damit? Wir sehen hier diese Hamzat al-Wasl. Wir werden das später lernen. Okay? Bei Irji'u und Irtada. Okay? Wir wissen nur, dass wenn ich mit Irji'u beginne, beginne ich mit einer Kasra. Warum? Schauen wir uns mal das Wort Irji'u an. Der dritte Buchstabe hat keine Dhamma. Nochmal genauer. Irji'u beginnt mit was für einer Hamza? Mit einer Verbindungshamza. Okay? Das ist nicht wie die Hamza, die den Kopf des Eines hat. Okay? Deswegen kann ich nicht mit Arji'u anfangen. Okay? Zum Beispiel, wenn ich sage Asma'u wa Ara, Asma'u wa Ara sind Verben, die im Koran vorkommen. Aber die haben eine Trennungshamza, eine Hamza Qatah. Und diese Trennungshamza erkenne ich darin, dass sie oben den Kopf des Eins haben. Asma'u wa absir, asma' bihim wa absir, inni ma'akum, asma'u wa ara, inni ma'akuma, asma'u wa ara. Diese alle beginne ich normal mit einem A. Und dieses A erwähne ich immer, selbst wenn davor ein Buchstabe ist. Ich sage asma'u wa ara und nicht wa ara. Verstanden? Diese Verbindungshamza ist eine Hamza, die, wenn ich es mit dem Vorwort verbinde, wegfällt. Ich sage qila arji'u ila abikum oder qala arji'u ila abikum. Das heißt, die Hamza wird nicht ausgesprochen und sie fällt weg. Okay? Deswegen Verbindungshamza und nicht Trennungshamza. Gut, wenn ich aber mit der Verbindungshamza beginne, wie beginne ich? Sage ich Arji'u oder Urji'u oder Irji'u? Keine Angst, diese Thematik werden wir später ausführlichst behandeln. Ich nehme mir nur eine Eselsbrücke. Ich zähle den dritten Buchstaben ab. Verbindungshamza, Ra, Jim. Beginnt der dritte Buchstabe nicht mit einer Dhamma, oder hat der dritte Buchstabe keine Dhamma, beginne ich das Wort mit einer Kasra und sage Irji'u. Okay? Verstanden? Ja. Was interessiert mich daran? Diese Kasra ist keine ursprüngliche Kasra, sondern eine Kasra, die ich hinzugefügt habe, wenn ich mit dem Wort beginne. Diese Kasra beim Hamza. Verstanden? Ja. Was genau der Ablauf ist,
Ist egal. Und die Hintergründe etc., die lernen wir dann ausführlichst in der Thematik von Hamzatil Wasl. Aber was mich jetzt hier interessiert ist, wenn die Kasra nicht ursprünglich ist und das Suku und das Ra ein Sukun hat, spreche ich das Ra dunkel aus. Okay? Ra mit Sukun und davor eine nicht ursprüngliche Kasra. Verstanden? Ja. Tamam. Irji'u. الذي ارتضى Verstanden? Wir werden diese Thematik dann noch ausführlicher behandeln. Der achte Fall ist, aufpassen, wenn es ein Sukun hat, also das Ra, und ihm eine Kasra vorausgeht und ein Isti'la-Buchstabe, was sind die Isti'la-Buchstaben? Qid, ha? Nachfolgt. Nochmal, Ra hat ein Sukun. Davor habe ich eine Kasra. Danach habe ich einen Isti'la-Buchstaben. Und dieser Isti'la-Buchstabe darf keine Kasra haben. Dann sage ich was? Qirtas. Ha? Inna rabbaka labil mirsad. Verstanden? Gut. Das heißt nochmal, die acht Fälle des dunklen Ra, Fatha, Sukun davor Fatha, Sukun davor Sukun, davor Fatha, Dhamma, Sukun davor, Dhamma. Sukun davor, Sukun. Davor, Dhamma. Gut. Dann Sukun und davor eine nicht ursprüngliche Kasra. Okay, das vor allem, wenn ich ein, das ist der Fall, wenn ich ein Verbindungs Hamza habe. Okay, und was mit dem Verbindungshamza genau gemeint ist, lernen wir noch ausführlich. Und dann der letzte Fall ist Sukun. Davor? Kasra. Danach? Ein Isti'la-Buchstaben. Der? Der keine Kasra. Okay. Qirtas, Mirsad, Irsada, Qirtas. 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 Mirsada. Mirsada. Irsada. Irsada. Labil Mirsad. Verstanden? Gut. Die muss man sich nur merken. Die Fälle, in denen das Ra hell ist. Wir haben gesagt, wie viele sind das? Vier. Der erste Fall ist, wenn es eine Kasra hat. Karim. Karim. Okay. Der zweite Fall ist, wenn es ein Sukun hat und ihm eine ursprüngliche Kasra folgt. Ihm eine ursprüngliche Kasra vorausgeht und der Buchstabe danach kein Isti'la-Buchstabe ist. Damit trennen wir es von was? Von dem achten. Vom achten Fall der Dunkelheit. Okay? Wie? Fir'aun, Firdaus. Okay? Fir'aun kommt sehr oft im Koran vor, deswegen muss man es beherrschen. Nochmal, das Ra hat ein Sukun, der Buchstabe davor hat eine? Eine ursprüngliche Kasra, sehr gut. Und der Buchstabe danach hat eine? Ist ein nicht-istiale Buchstabe. Okay? Das heißt, mit der ursprünglichen Kasra unterscheiden wir was? Irji'u. Tamam? Alladhi irtada. Damit unterscheiden wir den siebten Fall mit der ursprünglichen Kasra. Und dass danach kein Isti'la-Buchstabe kommt, davon grenzen wir was ab? Den achten Fall. Siehst du jetzt diese Einschränkungen? Gut. Der dritte Fall ist, wenn es ein Sukun hat, okay, und vor ihm ein Buchstabe kommt, der nicht dunkel ist, okay, und ein Sukun hat, und davor ein Buchstabe mit Sukun kommt. Wir werden sehen, jedes Wort hat seine Bedeutung. Warum? Weil wir es dann von etwas anderem abgrenzen. Nochmal, wenn es ein Sukun hat und davor ein Buchstabe kommt, der kein Sukun, der ein Sukun hat, aber nicht? Also kein Khussadartin Qidh und kein dunkles Ra. Kein Ra mit Fatha. Okay? Und davor keine? Und davor was? Ein Buchstabe mit Sukun. Hijr. Sagen wir mal? Hijr. Tamam? Hal fi dhalika qasamun lidhi Hijr. Grundsätzlich zur Übung Surat al-Fajr und Surat al-Qamar, zur Umsetzung des dunklen und hellen Ras, ist sehr gut. Gut. Der vierte Fall ist, wenn es ein Sukun hat
und ihm ein Linear vorausgeht. Was meinen wir mit Linear? Das ist das Ja, welches ein Sukun hat und davor eine Fetha und der vorletzte Buchstabe des Wortes ist. Saif, Khair, Bair und so weiter. Tamam? Bait ist auch eins. Quraysh ist auch eins. Ja, mit Sukun davor Fatha. Und dieses hier ist der vorletzte Buchstabe. Hier sagen wir, wenn es ein Sukun hat und ihm ein Linear vorausgeht. Khair. Khair. Bair. Bair. Qair. Qair. Tamam? Gut. Das heißt, wir haben in vier Fällen ein helles Ra. Es muss hell sein. Wenn es ein Sukun hat, dann, wenn es, Entschuldigung, der erste Fall, sehr gut, wenn es eine Kasra hat und dann, wenn es ein Sukun hat, davor eine, was für eine Kasra? Eine ursprüngliche Kasra und danach ein, genau. Der dritte Fall ist, Sukun, davor, ein Buchstabe, der nicht dunkel ist, aha, mit, Sukun okay, ja, genau. Und davor eine Kasra, oder? Hijr, ja. Oder? Genau. Sukun, davor ein Buchstabe, der ein Sukun hat und gleichzeitig kein dunkler Buchstabe ist, ja. Kein Khusadat und davor ein Kasra. Tamam? Ja. Und dann der letzte Fall ist, wenn es ein Sukun hat und davor was? Ja, Lin. Okay? Ein Ja, welches eins der Linie ist. Oder ein Linie. Gut. Jetzt bleiben noch die beiden Fälle, in denen beides erlaubt ist. Okay? Beiden Fälle. Der erste Fall ist, wenn es ein Sukun hat, das Ra, und ihm eine Kasra vorausgeht. Wir kennen das von Firaun und Firdaus, ja? Und wir kennen das von Mirsad. Weil wir kennen einen Fall, wo es dunkel ist, mit Kasra voraus, und einen Fall, wo es hell ist. Deswegen werden wir jetzt die Abtrennung sehen. Wenn es ein Sukun hat und ihm eine Kasra vorausgeht und ihm ein Isti'la-Buchstabe mit Kasra folgt. Nochmal. Wir haben gesagt, wenn es einen Sukun hat und davor eine Kasra, welcher Fall passt dazu von den dunklen Fällen? Ha? Mirsad, Qirtas, oder nicht? Ja. Gut. Welcher von den hellen? Fir'aun, oder nicht? Ja. Gut, wie trennen wir von den beiden ab? Er sagt, und ihm, was folgt? Ein Isti'la-Buchstabe. Mit Isti'la-Buchstabe fällt wer raus? Fir'aun. Okay? Ja. Und sagt dann ein Isti'la-Buchstabe mit Kasra. Da fällt was raus? Der achte Fall vom Dunklen. Nämlich was? Qirtas, Mirsad. Verstanden? Ja. Gut. Nochmal. Sukun, davor eine Kasra. Und man könnte auch sagen ursprüngliche Kasra, damit der siebte Fall, Irji'u, wegfällt. Und danach ein Isti'la-Buchstabe mit Kasra. Tamam? Und das gilt nur in Verbindung des Stoppen wie Kullu firqin kattawd. Okay? Wenn ich sage Kullu firqin kattawd, wenn ich stehen bleibe, dann sage ich was? Kullu firqa. Tamam? Kullu firqa. Was fällt dadurch weg? Meine Kasra. Tamam? Ja. Verzeihung, das geht nicht im Fall des Stoppen, sondern im Fall des Verbinden oder Stoppen mit Raum. Was Raum ist, sage ich noch. Wenn ich sagen würde, Kullu firqin kattawd, habe ich zwei Möglichkeiten. Dass ich es dunkel ausspreche. Kullu firqin kattawd. Kullu firqin kattawd. Oder hell.
Kullu firqin kattawud. Kullu firqin kattawud. Beides wurde überliefert. Tamam? Oder wenn ich mit dem Raum das lese, Raum ist etwas Besonderes, das vor allem wichtig ist für die Lesarten, man deutet dadurch die Haraka an. Tamam? Nicht dadurch und irritieren lassen. Die im höheren Niveau brauchen das. Wir nehmen es jetzt auf und sagen, man deutet die Haraka mit dem Ton an. Kullu firqi. Kullu firqi. Tamam. Kullu firqi. Kullu firqi. Tamam. Hell und dunkel. Das heißt, wenn ich verbinde, hell-dunkel, wenn ich den Raum mache, hell-dunkel. Und ich kann mir egal was aussuchen. Wenn ich aber stoppe, okay, dann hat das Qaf von Firq was? Ein Sukun. Tamam, wenn ich sage Kullu Firq. Und dann kann das Ra nur dunkel ausgesprochen werden. Tamam? Weil dann ist es was? Der achte Fall. Es hat ein Sukun, davor eine Kasra und danach ein Isti'la-Buchstabe, der keine Kasra hat. Das heißt, damit fällt der Grund, es hell auszusprechen, nämlich die Kasra auf dem Qaf, weg. Und ich sage, Kullu firq. Kullu firq. Tamam? Gut. Um es zusammenzufassen. Hat es ein Sukun, davor eine Kasra, danach ein Isti'la-Buchstabe mit Kasra. Wenn ich verbinde, habe ich die Wahl, hell-dunkel. Egal. Wenn ich den Raum mache, das ist dann für die Fortgeschrittenen, wenn man die Lesart macht, etc., dann hat man die Wahl, nämlich was? Hell-dunkel. Wenn ich stoppe, dann nur dunkel. Tamam? Das heißt fünf Konstellationen. Gut. Das ist der erste Fall, wo ich entweder hell oder dunkel aussprechen kann. Der zweite Fall ist, wenn es ein Sukun hat und davor ein Isti'la-Buchstabe mit Sukun kommt, okay? Ra hat ein Sukun. Davor ein Isti'la-Buchstabe mit Sukun und davor eine Kasra. Okay? Und das gilt ausschließlich bei zwei Wörtern, wenn wir damit Sukun stoppen. Nämlich Misr und Qitr. Misr, egal wo es im Koran kommt. Ihbitu Misra, fa inna lakum ma sa'altum. Und Qitr in Surat Saba. Wa asalna lahu ayna al-Qitri wa min al-Jinni man ya'maluna. Okay? Wenn ich stoppe, habe ich die Wahl. Dunkel oder hell. Wenn wir es dunkel aussprechen, Misr. Misr. Wenn ich es hell ausspreche, Misr. Misr. Nein, Saad bleibt dunkel. Misr. Misr. Tamam. Nochmal dunkel. Misr. Misr. Hell. Misr. Misr. Aywa. Al-Qitr. 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 Okay? Gut. Imam ibn al-Jazari, derjenige, der die zweite Ansicht hatte bei den Stufen, sagte, ich berücksichtige die Verbindung. Denn wenn wir Misr verbinden würden, dann hieß es Ihbitu Misra. Und dann hätte das Sara eine Fatha. Okay? Und dann wird es nur dunkel ausgesprochen. Deswegen bevorzuge ich bei Misr was? Mit einem Tafrim zu stoppen. Und ich bevorzuge bei Al-Qitr was? Den Tarqiq. Warum? Weil Al-Qitr eine Fatha hat. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. Und wenn ich verbinden würde, dann hätte ich was? Auf dem Ra eine Kasra und das Ra wäre dann hell. Verstanden? Ja. Nochmal, Imam ibn al-Jazari sagt, beides ist erlaubt, beides ist okay, aber für sich bevorzugt er für Misr beim Stoppen, es hell auszusprechen. Warum? Es dunkel auszusprechen. Verzeihung, warum? Weil wir bei der Verbindung wegen der Fatha es dunkel aussprechen würden. Und bei Al-Qitr bevorzuge ich es beim Stoppen hell auszusprechen. Warum? Weil wir es bei der Verbindung wegen der Kasra hell aussprechen würden.
Das ist seine Ansicht. Man hat die Wahl, bleibt man auf Misr oder Qitr stehen, kann man dann hell oder dunkel aussprechen. Verbinden wir aber, dann ist Misra immer dunkel, wa asalna lahu ayn al-qitri immer hell. Soweit, so gut? Ja. Khalas. Das war's für heute. Es war etwas viel Information, aber ich denke, wenn man viel liest und übt, dann gewöhnt man sich daran. Und es verfestigt sich und es ist letztendlich immer eine Übung. Okay? Für das dunkle und helle Ra ist auch als schöne Übung Surat al-Qamar und Surat al-Fajr. Wiederholen wir. Wie unterscheiden sich die Buchstaben hinsichtlich Isti'la und Istifal? Bei Alif, Lam und Ra. Allgemein erstmal haben wir gesagt, es gibt die Buchstaben, die Musta'aliyah sind. Das sind die von Khussa. Und dann gibt es die Buchstaben, die ein Istifal haben. Das sind die von die restlichen. Die Khussa, Dachtanqid sind immer. Okay. Die Mustafila. Wie unterscheiden sie sich? Da gibt es eben diese drei Buchstaben, die manchmal hell, manchmal dunkel. Wie heißen die? Alif, Lam und Ra. Gut. Und die restlichen sind immer hell. Die restlichen sind immer hell. Gut. Wann ist das Alif dunkel, wann ist es hell? Es kommt auf den vorherigen Buchstaben an. Es kommt auf den vorherigen Buchstaben an. Ist der Buchstabe davor? Dunkel. Ist das Alif? Dunkel. Ist der Buchstabe davor hell? Das ist Alif hell. Lam. Ist grundsätzlich hell, wenn davor eine Fetha oder Dhamma voraus. Nochmal, du musst was sagen. Das Lam ist grundsätzlich hell bei allen Wörtern. Okay? Ja. Außer bei? Bei Lafz al-Jalala, der Ausdruck der Erhabenheit. Allah, beim Wort Allah. Okay? Ja. Hier unterscheiden wir. Manchmal ist es hell und manchmal ist es dunkel. Wann ist es dunkel? Wenn vorausgeht eine Fetha oder eine Dhamma ist. Aha, minallahi huwallahu oder qalullahum. Gut, wenn davor eine Fatha oder Dhamma ist. Und bei einer Kasra ist es dann hell. Ist davor eine Kasra, ist es hell. Billahi, bismillahi, etc. Gut. Beim Ra haben wir wie unterteilt? Dann gibt es 8 Fälle, die dunkel sind. 8 Fälle, die dunkel sind. 4 Fälle, die hell sind. 4 Fälle, die hell. Und 2 Fälle, wo man das sich aussuchen kann. Und man muss sie nur sich vergegenwärtigen und viel lesen und üben. Und dann bleibt das fest. Und somit haben wir die Thematik von Isti'la und Istifal beendet und abgeschlossen. Und inshallah kommen wir in der nächsten Lektion zur Thematik von Itbaq und Infitah. Das war's für heute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.